Hallo meine Freunde, hier ist wieder euer Trooper von den German Allstars. Heute mit einem heiß ersehnten Video für viele Leute, viele von meinen Viewern fragen immer, wann kommt das Siegstadt-Video, wann? Heute kommt es, denn die Patch-Notes sind heute Morgen rausgekommen und ich war ehrlich gesagt sehr, sehr positiv überrascht. Sehr, sehr wenige Nerfs, keine essentiellen, die ich jetzt irgendwie, wo ich sage, oh Gott, da werden so viele Builds in Grund und Boden genervt. Man kann im Prinzip sagen, alles das, was letzte League spielbar war, ist im Prinzip diese League auch wieder spielbar. Ich habe 10 League-Starter ausgewählt, die geringe Gear-Anforderungen haben, mir persönlich sehr viel Spaß gemacht haben oder die ich definitiv empfehlen kann und will, weil ich mit sehr vielen Leuten auch bei uns in der Gilde, natürlich, wir sind jetzt fast 300 Leute, da habe ich mit ein paar Leuten auch gesprochen, was sie so vorschlagen, habe ein bisschen Builds hin und her getauscht und heute habe ich noch zwei hinzugefügt, wo ich denke, dass die nächste League wirklich die League dominieren werden. Ich persönlich werde mit dem Blade Vortex Elementalisten anfangen, Triple Herald Build. Dieser Build, den habe ich letzte League schon am Ende gespielt und ich muss sagen, wenn der jetzt noch mehr Quality of Life durch die weniger Klingen, die wir haben, dafür macht jede einzelne Klinge ein bisschen mehr Schaden, dass es auf den gleichen Schaden hinausläuft. Die haben das wirklich tatsächlich genauso rausgebracht, wie sie es gesagt haben. Und meiner Meinung nach ist das ein extremer Quality of Life Buff. Und für viele Leute, die Blade Vortex nicht mögen, weil man stehen bleiben will, ist das auf jeden Fall jetzt. Ich kann euch sagen, ihr braucht maximal einmal oder zweimal auf den Blade Vortex draufdrücken, während ihr mappt. Und dann habt ihr schon mit Spell Echo, habt ihr sowieso immer die doppelte Anzahl von Klingen, habt ihr 2 oder 4 Klingen. Und mit den Klingen explodiert sowieso alles. Mit Impulsa, mit den Herald Explosionen, da könnt ihr im Prinzip echt vom Clear Speed her da einer der stärksten Charaktere, würde ich sagen. Ich denke auch, dieser Build wird die komplette League, Incursion League, dominieren. Einfach weil er so einen kranken Single-Target hat, zusätzlich so einen guten Clear-Speed. Was man an Items sagen kann, viele Leute sagen, oh Gott, der wird bestimmt die Items so teuer. Ich denke nicht, einfach deswegen, weil die Items sind nicht so extrem gebunden. Ja? Also die Impulser, klar, brauchen wir irgendwann schon, aber die können wir uns selber 5 linken. Und ich persönlich habe sogar mit einem 3-Link, mit einem Herald, ein T15er-Map mit sehr, sehr lowen Gems gespielt. Das ist also gar nicht so ein Problem. Auch wenn ihr nur einen 5-Link habt, werdet ihr damit alles zerbersten. Ich habe auch Shaper zum Beispiel mit einem 5-Link gemacht. Dieser Build ist einfach, einfach so stark. Ich kann ihn nur empfehlen. Slayer Thunder war diese League mein League-Starter. Brauche ich nichts mehr zu sagen. Hat Leap Slam, wird sehr, sehr gut in den Incursions sein. Hat Frenzy Charges noch und nöcher. Ist sehr, sehr schnell. Hat Overkill Leech vom Slayer, was uns nochmal zusätzlich dann das Leben rein leecht. Und wir haben den 20% Kall, was natürlich sehr, sehr nice für Endgame-Bosse ist. Zusätzlich ist es so, ich habe bei 80k Paper-DPS habe ich Shaper gemacht. Ihr könnt locker auf 200, 220k kommen, ohne Probleme. Hat mein Endgame-Charakter auf der, in Standard ist er ja jetzt. Und da braucht ihr halt im Prinzip ein bisschen Physical Damage auf allen Waffen. Und dann geht der wirklich ab wie nichts Gutes. Raider, Frostbite, Wood, Striker, ich glaube, das sind alle Leute, die den gespielt haben, haben es nicht bereut. Und ich kann jedem empfehlen, der den noch nicht gezockt hat, spielt den als League-Starter super einfach. Ihr braucht im Prinzip die beiden Clown und der Rest ist relativ variabel. Hört euch einfach ganz genau mein Video an und da erkläre ich ganz genau, welche Stats ihr drauf haben wollt und versucht euch da langsam hoch zu craften oder hoch zu kaufen, je nachdem. Damit könnt ihr halt mit Molten Strike super, super stark ins Single-Target, aber mit Frostbites auch einen sehr, sehr guten Clear-Speed, besonders wenn ihr dann die Handschuhe habt. Dacos Trickster Essence Drainer, ich habe ihn gestern nochmal mit ihm geschrieben und zwar, den wird er auch updaten für 3.3. Ich hands down Essence Drain mit einer der beliebtesten und meiner Meinung nach auch sehr, sehr starken League-Starter, einfach weil er auch solo Self-Found spielbar ist. Er ist aber eskaliert auch sehr, sehr gut in den Maps, aber ich denke auch für die Incursions wird er sehr, sehr stark werden. Deswegen einmal meine Empfehlung, der Essence Drain Trickster. Falls ihr sagt, okay, Essence Drain ist nicht so meins und vielleicht suche ich doch den einen oder anderen Vorschlag, geht doch mal auf seinen Channel und da hat er sicherlich auch schon ein League-Starter-Video für euch vorbereitet. Ansonsten haben wir hier den Slayer Dark Pact Righteous Fire. Habe ich schon zum Race announced, dass man also oder einfach promoted, weil ich den persönlich so gerne gespielt habe. Righteous Fire, ein sehr, sehr cooler Skill, der auch sehr beliebt ist. Wir spielen aber mit den Obliterations und Dark Pact zusätzlich noch. Dann ist es meiner Meinung nach nicht so langweilig. Alles, je mehr Mobs auf der Ebene sind, desto schneller zerplatzen die. Und das ist einfach so eine Kettenreaktion durch die Obliteration Wands.
haben wir einfach eine 40%ige Chance, dass die in der Chaos-Explosion explodieren. Ihr braucht nur blaue Items, das heißt, die craftet ihr euch natürlich selber, nicht kaufen, sondern craften mit Alteration, erkläre ich alles in dem Video, und dann holt ihr euch den Hidden Potential Jewel und dann könnt ihr mit den Obliteration schon mal alles farmen. Das Besondere an dem ist, ihr könnt, es fühlt sich gleich an, ob ihr eine T1 oder eine T15er Map spielt, da ändert sich im Prinzip nur so ein bisschen die Länge des Bosskampfes, die Map ist komplett gleich, einfach weil das ein Teil des Lebens der Gegner ist, und das heißt, es skaliert natürlich, je höher ihr geht, und das heißt, wir machen immer mehr Damage, je höher ihr geht. Ein sehr, sehr starker League-Starter und ein sehr, sehr starker Mapper und sehr angenehm auch zu spielen, finde ich. Ich habe mal 5 Stunden mit dem gespielt und habe dann auf die Uhr geschaut und musste dann ins Bett gehen, weil ich es einfach nicht gemerkt habe. Jetzt habe ich nochmal 6 und 7, sind zwei unterschiedliche Builds, die ich persönlich aber noch nicht getestet habe. Deswegen nur mit, die habe ich orange gemacht. Die spielt ihr bitte nur, wenn ihr einmal, das sind die englischen Guides, die zwei einzigen englischen Guides hier von den 10. Und das sind mit Absprache mit meinen Office, aber auch Membern, habe ich diese beiden heute nochmal hinzugefügt. Das ist einmal ein Magma Orb Inquisitor, sehr, sehr stark, denn Magma Orb wurde gebufft, also die Bouncing Time wurde erhöht, das heißt also, dass sie schneller hüpfen. Und der Schaden wurde sogar nochmal erhöht. Und mir wurde gesagt, der war schon diese League und letzte League schon so stark vom Single-Target her. Wenn der jetzt sogar noch ein bisschen mehr Clear-Speed bekommt, dann denke ich, ist es einer der Skills, die diese League hier auch dominieren werden. Ist ein bisschen grafiklastig, vorweg gesagt. So, dann haben wir einmal Faye Elementalist Fire Trap und der Flamethrower Trapper. Faye ist eine YouTuberin, da habe ich letztens das erste Video von der gefunden und ich muss sagen, das ist wirklich ein richtig starker Charakter. Er sieht sehr, sehr gut aus und ich muss sagen, er gefällt mir persönlich. Wenn ich einen Trapper spielen würde, würde ich den auf jeden Fall empfehlen. Er sieht gut durchdacht aus, sie erklärt alles super gut und ich würde den als Trapper spielen. Dann haben wir einmal die Necromancer, hier hat er so ein bisschen was kaputt gemacht. Und zwar haben wir einmal den Solar Guard Necro, den ich auch schon mal als League Starter gespielt habe. Aber auch der Zombie Zerstörer ist auch ein Necromancer. Das sind zwei Skills, die mit Minions sind. Die Solar Guards und die Zombies einfach übertrieben stark für Single Target. Ihr braucht dann kein großes Gear. Diese letzten drei unteren Builds würde ich für Leute empfehlen, die vielleicht nicht so lange spielen können oder für ganz blutige Anfänger. Das sind Builds, mit denen ihr richtig, richtig einfach, richtig hohe Maps spielen könnt. Das ist so. Da habe ich schon ganz, ganz viele Viewer gehabt, die sich für diese Builds bedankt haben. Und gerade der Zombie-Guide, den habe ich diese League hochgeladen, ist das beliebteste Video, diese League, von allen Videos, die ich hochgeladen habe, weil er einfach so extrem stark ist. Das ist, muss man einfach so sagen, Zombies sind OP. Ich habe es jetzt gesagt, ja, ne, und das ist so, meiner Meinung nach. Ansonsten haben wir hier unten nochmal eine kleine Variation, und zwar ist es einmal der Hierophant, Frostbolt und Glacial Skate Totem Bild. Die habe ich beide Ende dieser League getestet und ich muss sagen, Frostbolt hat mich richtig umgehauen. Wir spielen mit Soul Mantle und Kikasaru, Self-Regulation Jewel, und wenn wir das haben, 5 Link, fertig. Ne? Der Clear Speed ist extrem heftig und ich muss auch sagen, ich habe damit Shaper, die Guardians, ohne Probleme gemacht. Totems kann man immer hinstellen, kann man ein bisschen rumlaufen und so. Ich sag mal, das ist jetzt nicht der krasseste Boss-Damage, aber er ist auch nicht so schlecht. Ja? Wir haben einen Clan sogar, der den Frostbolt Totem-Build bis Level 100 gespielt hat und ich glaube sogar, er war vom Ranking her Platz 1 der Hierophanten in dieser League. Ja, deswegen also mein Hut ab und das ist ein Bild, mit dem man richtig schnell farmen kann. Auch vielleicht untere Map-Level extrem schnell farmen kann. Aber man kann auch ins Endgame gehen. Ich habe es ja gemacht, ich spiele lieber immer Endgame, habe es mit dem gemacht. Gar kein Problem mit Budget-Gear. Da könnt ihr definitiv noch selber ein bisschen was verbessern. Mein letzter Bild ist der Glitchic Skate Totem. Der hat mich vom Boss-Damage einfach so überzeugt, dass ich gesagt habe, okay, ich muss den auch reinnehmen. Meine Viewer haben das gesehen. Im Prinzip hat Shaper sich von einer Phase in die andere geschossen. Der hat irgendwo so einen Threshold. Das heißt, man kann ihn nicht sofort umbürsten. Und hätte er das nicht gehabt, man hat dann direkt gesehen, dass das Leben so schnell gedroppt ist. Und dann hat er sich schnell in eine andere Phase verzogen, weil er gemerkt hat, sonst wäre er direkt down gewesen. Ne? Also das ist so viel Schaden mit 5 Totems. Dann werfen wir eine Frostbomb da auf, rennen ein bisschen im Kreis. Nach 2 Sekunden ist der Fight vorbei. Wenn ihr plant, einen Boss-Farmer zu machen, ist das
einer der einfachsten Charaktere, mit dem ihr das machen könnt. Glacier Cascade, Totem Hierophant. So Leute, jetzt einmal meine Frage an euch. Für welchen League-Starter entscheidet ihr euch? Auch wenn es ein anderer League-Starter natürlich ist, schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Ich hoffe, dass ich den einen oder anderen bei mir natürlich im Stream am Freitag sehe. Ich fange so gegen 20 Uhr, 20.30 Uhr ungefähr an. Dann werde ich auf jeden Fall, ich habe ungefähr 60 bis 70 Leute, die ich in Startgruppen aufgeteilt habe, die dann in Gruppen spielen. Wenn ihr noch eine Gruppe sucht, ich weiß nicht, ob ich das noch machen kann, weil die Zeit ja ein bisschen zum League-Start knapp ist. Vielleicht kommt ihr aber auch Donnerstag so gegen 22 Uhr nochmal in mein Stream. Da werden wir einmal die Patch-Notes nochmal mit dem Ole besprechen. Am Donnerstag ab 20 Uhr bei Ole im Channel. Also erstmal bei mir im Channel und dann bei Ole im Channel. Und am Freitag, wie gesagt, der League-Start. Da müsst ihr mir auf jeden Fall frühzeitig Bescheid geben. Sonst müsst ihr halt auch verstehen, ich muss dann mit meiner Gruppe auch so ein bisschen noch was besprechen. Ansonsten haben wir einiges vor für den League-Start. Seid auf jeden Fall gespannt. Wir haben ich glaube, ich habe eine ganz gute Methode gefunden, extrem viel Currency zu farmen. Wir bleiben das erste Wochenende zusammen. Vielleicht schaut ihr auch mal am Samstag oder Sonntag vorbei, wie weit wir sind, wie viele Exalted wir gefarmt haben. Ich bin auch der Schatzmeister. Das heißt, ich werde mir die ganzen Exalted einstecken und dann am Ende natürlich dann mit meiner lieben Gruppe teilen. Mal gucken, wie viel wir rausbekommen. Ich bin gespannt. Macht's gut und bis zu meinem nächsten Video.